Ja, ich grüße euch alle ganz herzlichst hier bei uns im Radio Lotusblüte. Heute wieder mal mit einem interessanten Thema. Monika Imler haben wir heute zu uns eingeladen. Sie ist am Studiotelefon und sie ist Ernährungsberaterin, Expertin für Heilfasten, basische Ernährung und Entgiftung. Und heute wird es mal um das Thema gehen, Heilfasten. Wozu ist Heilfasten wirklich gut? Ja, und ich grüße natürlich jetzt erstmal ganz herzlichst Monika Imler hier bei mir am Telefon und sage Hallo, Frau Imler. Hallo, Frau Dengler. Ich grüße Sie auch recht herzlich und freue mich auf das schöne Interview. Frau Imler, ich sagte es ja schon gerade eingangs, Sie sind Ernährungsberaterin und befassen sich natürlich insbesondere mit Heilfasten, basische Ernährung und Entgiftung. Und ich denke, das ist ein ganz breit gefächertes Feld, wo man natürlich auch immer mal für sich hinschauen sollte. Insbesondere das Heilfasten, das soll ja heute unser Thema sein. Und ich frage einfach mal, Frau Imler, erstmal, wie kamen Sie überhaupt dazu, sich mit all diesen Dingen zu befassen? Und vielleicht sagen Sie auch mal erstmal etwas zu Ihrer Person, damit unsere Hörer Sie natürlich auch näher kennenlernen. Also ich bin 54 Jahre, habe einen Vertrieb und Versandhandel für Naturprodukte und die basische Ernährung. Ich befasse mich schon über 23 Jahre mit diesem Thema, habe auch spezielle Ausbildung für Entschlacken, Entgiften, Entsäuern. Und in jeder freien Minute ist es mein tiefes Bedürfnis, diesen Dingen nachzugehen. Ich selbst habe sehr viel Erfahrung in diesem Bereich und lebe es auch bis zu 99%, aber auch manchmal nur 80%. Aber es ist ein tiefes Bedürfnis für mich, immer wieder die Gesundheit, also ein wichtiges Merkmal für mich, und einfach auch viel dafür zu tun. Ich habe eigentlich, weil ich auch in Oberstaufen wohne, sehr viel Erfahrung mit Entschlacken, Entgiften, Entsäuern. Es sind natürlich sehr viele Kurhäuser, wo zum Beispiel auch Fastenkuren anbieten, die Schrotkur, die Meierkur, das reine Heilfasten. Ich habe eigentlich alle Kuren schon durch in meiner Zeit, in meiner Erfahrungszeit von 23 Jahren und habe jetzt aber das tiefe Bedürfnis, gerade die große Liebe zum Heilfasten gefunden. Also auch für mich selbst habe ich also mit Sicherheit schon die vierte Heilfastenkur hinter mir und es wird mit jedem Heilfasten besser. Ja, es ist ja so, dass man sich in einer gewissen Weise irgendwann auch mal nicht mehr wohlfühlt, weil die 365 Tage da sind und man ja sehr viel zu sich nimmt, nicht immer nur gesunde Ernährung zu sich nimmt und dann vielleicht auch an einem Punkt ist, wo man sich nicht mehr wohlfühlt, wo man in den Spiegel schaut und denkt, ah, ich habe jetzt einfach zugenommen, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich habe zu viel Gewicht. Ich schaue so aufgedunsen auf und möchte einfach was tun. Und da ist das Heilfasten eine sehr gute Möglichkeit, um wieder zu sich zu finden. Frau Imler, Sie sagten gerade, Sie kommen aus dem Allgäu. Dort ist natürlich ganz bekannt, gerade in Oberstaufen, diese vielen Kuren, die Sie auch angesprochen haben. Jedoch das Heilfasten an sich, wenn ich jetzt, ich gehe jetzt mal von meiner Warte aus, mich entschließen würde, ich möchte gerne heilfasten, weil ich mich nicht wohlfühle oder weil ich meinem Körper etwas Gutes tun möchte und ich würde mich an Sie wenden. Ich denke, so ganz allein ad hoc würde ich gar nicht so in die Gänge kommen, um heil zu fasten, weil ich gar nicht wüsste, wie fange ich das überhaupt an. Wenn ich mich jetzt an Sie wende, was würden Sie mir raten? Also ich würde erstmal Ihre Lebenssituation mir anschauen und fragen, ja, was Sie erreichen möchten, was Ihr Ziel konkret momentan ist. Jeder steckt ja in einer Lage drinnen und möchte gerne eine Veränderung. Es muss auch dafür die Zeit reif sein und es muss auch die Möglichkeit dafür reif zu sein, dass die Zeit nicht nur reif ist, sondern dass die Möglichkeit auch dafür da ist.
Ja, das stimmt. Und da würde ich eben ganz individuell, also das ist etwas, was ich eben besonders gerne mache, individuell auf die Person eingehen. Und wie ich es auch schon mal erwähnt habe, ist es natürlich ganz wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Also, dass man das dann schon abspricht, dass man es nach dem richtigen Mondzeichen zum Beispiel beginnt, weil man tut sich einfach viel leichter, wenn man das im Neumond oder in einem abnehmenden Mond beginnt oder auch gar in einem starken Zeichen, wenn die Person ein bisschen labil ist. Und was ich eben ganz, ganz wichtig finde, ist, ob sie wirklich das Interesse hat, heil zu fasten oder ob sie eine andere Methode gerne möchte. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da darüber spricht und die Person an die Hand nimmt und einfach zu einem anderen Stuhl hinführt, wo sie gerne hin möchte. Das ist meine Herzensarbeit, das mache ich eben besonders gerne. Also kann ich mir vorstellen, ich würde mich dazu entschließen. Ich rufe Sie an und Sie beraten mich. Ist das richtig? Ja, das würde ich so in diesem Sinne machen. Genau. Ich glaube, das ist schon eine gute Lösung, weil die wenigsten Menschen, glaube ich, wissen wirklich definitiv, wie fange ich damit an. Vor allen Dingen nicht nur, wie fange ich an, wie halte ich es durch. Ja, denn es ist ja auch etwas, wo ich ein bisschen sehr viel Disziplin in mir so ein bisschen aufbringen darf, um natürlich auch hinter diesem Heilfasten zu stehen. Jedoch könnte ich mir vorstellen, wenn ich mich entschieden habe, es jetzt wirklich in Angriff zu nehmen, Heil zu fasten, dass dann schon die erste Motivation gegeben ist, ja? Ja, also auf jeden Fall lasse ich keinen alleine. Ja. Ich bin sogar bereit, für die Person, wenn sie beginnt, die ersten 3 Tage telefonisch immer erreichbar zu sein. Und wenn es eben nur die 10 Minuten sind oder die Ja. Viertelstunde, wo man dann kurz bespricht, wie der Tag aussieht. Ja. Aber ich werde viele Informationen noch weiterbringen, wie das Heilfasten richtig funktioniert. Von der Ernährung angefangen, weiter zu der Bewegung und der dritte Punkt, die Psychosomatik, vor allem das Innere aufzuräumen, sich selbst kennenzulernen. Was eben das Schöne ist am Heilfasten, wo ich immer wieder motivieren möchte, ist das, dass sie komplett nach dem Heilfasten, nach den 7 Tagen, anders aussehen. Ihr Gesichtsausdruck, also ihr Gesamterscheinen, sie sehen jünger aus. Sie haben es auch geschafft, auch von der Disziplin her, dass sie sehr stolz auf sich, ihr Selbstbewusstsein wird verstärkt. Und dann ist es natürlich eine ganz wichtige Rolle, dass sie wirklich in sich gehen und sagen, Mensch, warum habe ich denn vorher so viel gegessen? Jetzt merke ich, dass ich so gut wie gar nichts brauche und eigentlich nur mit Getränken auskomme. Und mir geht es gut, mir fehlt überhaupt nichts. Ich habe viel mehr Kraft, ich habe viel mehr Energie. Sie brauchen weniger Schlaf. Es ist nur die ersten 3 Tage, wo sie eigentlich wo ein bisschen, ja, nicht einfach sagen, nicht immer ganz so nett sind, weil da kommt immer noch die Auseinandersetzung, warum mache ich das eigentlich? Ja, ich glaube, ich will jetzt doch wieder essen und so weiter. Also das ist schon ein bisschen ein Spiel, aber da bin ich ja für Sie da Ja. und fange Sie immer wieder auf. Oder wenn es Ihnen schlecht geht, habe ich ein offenes Ohr. Wenn ich nicht gleich erreichbar bin, rufe ich Sie zurück. Es gibt ja auch mal Momente, dass ich eben nicht gerade erreichbar bin. Das ist Ja. ja ganz normal. Aber ich lasse keinen im Stich und werde immer, meine Stärke ist es motivieren, dass Sie einfach auch weitermachen und sagen, Mensch, das gefällt mir so gut. Und da ist es eben toll. Und jedes Heilfasten, wo Sie machen die erste Station, dann machen Sie es zum zweiten Mal, zum dritten Mal, zum vierten Mal. Und es wird jedes Mal besser. Es wird immer intensiver, weil Sie sich immer mehr kennenlernen. Und es entsteht so viel. Also ich bin so dankbar. Ich habe es ja dieses Jahr gemacht. 12 Tage lang. Und ich mache es immer so, dass ich zuerst 7 Tage kreiere.
und sage, so, 7 Tage mache ich das. Und dann, wenn ich die 7 Tage habe, dann frage ich meinen Körper nochmal, magst du eigentlich noch weitermachen? Meistens sagt er, ja, ich will weitermachen, mir geht's jetzt so gut. Und dann gebe ich nochmal ein paar Tage dazu. Dann sage ich 12, 13 oder 14 Tage. Diesmal habe ich es bei 12 Tagen geschafft. Dann bin ich ja dann auf Bali gegangen und wollte einen sehr langen Aufbau machen. Der Aufbau war über 3 Wochen. Und das ist eben was ganz, was Wichtiges. Aber das ist ein separates Thema, weil dabei passiert natürlich sehr viel, was viele natürlich auch wollen. Der Grundgewicht halten, nicht gleich wieder zunehmen, nicht wieder gleich in die alten Muster zu fallen. Das ist natürlich dann eine ganz tolle Gelegenheit. Und man wird sehen, unser Hauptproblem ist ja auch das. Wir wissen alle, wie gute Ernährung ausschaut. Aber die meisten vergessen auch das Trinken. Richtig. Und beim Heilfasten trinken sie ja zwischen 3 bis 5 Liter. Also ich trinke gerne zwischen 4 bis 5 Liter. Und da trinken sie ja also jetzt reines, gutes, energetisches Wasser. Man kann es mit Tee mischen. Ich trinke nicht zu viel Tee, weil Tee hat ja auch eine gesundheitliche Wirkung. Und da soll man auch nicht zu viel trinken. Dann koche ich natürlich jeden Tag eine tolle Basenbrühe, die gehört natürlich unbedingt dazu, eine Mineralstoffsuppe. Man kann die auch ein bisschen salzig machen oder weniger salzig, da gehe ich dann auch wieder speziell auf den Kunden ein. Wichtig sind frisch gepresste Säfte. Natürlich, die ganze Ware sollte biologisch sein. Davon gehen wir natürlich aus, dass sie eine gute energetische Wirkung hat. Ja, das sind so diese Hauptpunkte vom Trinken her. Dann ist natürlich die Darmpflege etwas, was ganz wichtig ist, dass jeden Tag ein Einlauf gemacht wird. Das ist selbstverständlich, wie das Zähneputzen. Wir machen den Darm so sauber wie den Mund. Das ist ganz wichtig, da sollte man sehr viel Aufmerksamkeit und Liebe hinschenken, weil es ist ja eine Darmreinigungskur. Jetzt sind wir eigentlich auch so mittendrin in diesem Thema. Und der Darm ist ja eine ganz wichtige Funktion, der ist ja auch mit dem Gehirn verbunden. Und alle emotionale Dinge laufen ja auch über den Darm, wenn sie sich aufregen oder wenn man aufgeregt ist. Manche kriegen einen Reizdarm, der andere kriegt Verstopfung, weil ihm gewisse Dinge nicht so gefallen. Also der Darm ist ganz arg mit dem Nervensystem, das ist unser zweites Gehirn, kann man eigentlich sagen. Oh ja, das stimmt. Und da ist natürlich jetzt auch in der Fastenzeit passiert das sehr viel. Es ist einfach so wunderschön, den Körper neu kennenzulernen. Im Punkt, dass sie die Zubereitung der Nahrungsmittel, das Einkaufen mit einer absoluten Liebe machen und einfach gerne die Produkte einkaufen. Also für mich ist es immer so schön, wenn ich dann meine frisch gepressten Säfte, da lege ich natürlich sehr viel Wert, dass ich die selbst mache. Das nimmt natürlich auch Zeit weg. Aber die Zeit, die nehme ich mir gerne. Und dann presse ich die einmal den roten Beetesaft mit ein bisschen Sellerie, mit ein bisschen Apfel, mit ein bisschen Ingwer oder Orange drin. Also ich bin da sehr einfallsreich und frage immer wieder meinen Körper, was möchtest du haben? Wir brauchen nicht so viel mit Anleitung. Ich leite sie indem, dass ich ihre Intuition öffne und sage, was möchte denn ihr Körper? Weil er sucht sich genau die Nahrungsmittel raus, die er jetzt zum Heilfasten braucht. Oh ja, ja, Frau Emner, ich glaube, und auch gerade, Sie sprachen ja vorhin auch die guten Brühen oder an, die natürlich auch man in Ihrem Shop erhalten kann, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein, denn es ist mir auch ganz wichtig. Wir gönnen uns jetzt und Ihnen und unseren Hörern eine kleine musikalische Pause und sind gleich wieder mit dem spannenden Thema Heilfasten zurück.
So, und schon sind wir wieder zurück zum Thema Heilfasten mit unserer Ernährungsberaterin Monika Immler. Und ich grüße nochmal alle Hörer, die sich jetzt vielleicht eventuell noch hinzugeschaltet haben und Monika Immler jetzt hier am Telefon lauschen möchten. Frau Immler, Sie haben gerade schon so ausführlich das Heilfasten hier erklärt. Meine Frage wäre mal dahingehend, kann denn jeder Mensch, der vielleicht auch gesundheitliche Probleme hat, einfach Heilfasten? Ist das möglich? Also in erster Linie kann es jeder Mensch machen, aber es gibt Ausnahmen. Ja. Zum Beispiel auch Menschen, die jetzt, ich sage jetzt einfach, starke psychische Probleme haben. Mhm. Oder Menschen, die jetzt eben auch, was weiß ich, Magersucht. Also da gibt es schon gewisse Krankheitsbilder. Da würde ich erst wirklich den Arzt fragen, ob das eben gut ist. Normal ist es für alle Menschen gut. Selbst auch, man hat es schon getestet, zum Beispiel für Krebspatienten, für Diabetes, Bluthochdruck. Das sind jetzt so Sachen, ich will keine Heilversprechen hier machen und darf ich auch auf keinen Fall. Richtig. Aber aus Erfahrung ist es so, dass es für viele, viele Menschen gut ist. Und das wissen eigentlich auch die Menschen. Mhm. Die wissen das, dass es für sie gut ist. Jetzt gerade sage ich jetzt auch für Diabetes. Aber da ist es natürlich, wenn einer eine starke Diabetes hat, ist es immer gut, wenn man Rücksprache mit dem Arzt hält. Kann ich das machen? Wie soll ich? Dafür sind ja auch die Ärzte da. Richtig. Und gerne geben die auch eine Beratung und sagen, ja, das geht oder das geht nicht. Und ich denke mir, da muss man einfach so das Gefühl haben, ob das geht. Also meiner Ansicht nach können es sehr, sehr viele Menschen. Aber es gibt Ausnahmen, für die es eben nicht gedacht ist. Ja, ich weiß eben gerade bei Diabetiker, da geht es ja immer um das Essen und dann müssen die ja wieder ihr Insulin oder ihre Tabletten nehmen. Damit muss wohl immer vorher gegessen werden, so höre ich es immer. Und da muss man sich natürlich informieren vorher, ist das überhaupt möglich? Ja? Es ist so, gerade bei der Diabetes, wissen Sie, wenn Sie die Brühen machen, es ist ja selbst in der Karotte etc., ist überall Zucker mit drin. Ganz nicht zu verachten, die frisch gepressten Säfte, die haben sehr viel Zuckergehalt. Also auch da müsste ein Diabetiker achten. Aber da kann man auf den glykämischen Index natürlich achten. Aber das sind auch wirklich Absprachen, die dann mit einem Arzt gemacht werden sollten und mit einer Ernährungsberaterin auch besprochen werden sollten. Aber da gibt es für mich, ist es, weil es ist ja so, wenn man krank ist, Frau Dengler, ist es ja normalerweise früher so gewesen, dass man nichts gegessen hat. Richtig. Heute ist es so, leider bei vielen Menschen, die nehmen sich die Zeit der Krankheit schon gar nicht mehr. Die übertünchen es, indem dass sie Medikamente nehmen, das nehmen, anstatt sie eigentlich fasten würden. Weil das Fasten ist ja da gedacht, dass der Körper eine Erleichterung bekommt. Der Darm muss ja gar nicht mehr so viel arbeiten und sie kriegen so viel Energie zurück. Was bewundernswert beim Fasten eben ist, sie werden es merken am Abend, sie wollen schlafen und sie sind nicht müde. Da denke ich, das gibt's ja gleich gar nicht. Warum kann ich jetzt nicht schlafen? Klar, weil der Darm ja gar nicht die Arbeit hat, das Essen zu verarbeiten. Und genauso am Morgen, sie wachen früher auf, sind frisch und munter. Und da gibt's so viele tolle Möglichkeiten. Ich arbeite ja immer richtig. Mir macht das überhaupt nichts aus. Ich gehe auf die Wochenmärkte und mache meine ganze Arbeit. Ich gebe mir aber dann immer einen Schwarztee mit Honig, weil ich einen sehr niedrigen Blutdruck habe. Ja. Und es freut mich dann so sehr, wenn ich morgen früh den schönen Tee trinken kann und merke, dass der viel besser schmeckt wie der Kaffee. Mhm. Also man sollte von allen Giften, das ist jetzt auch noch was Schönes, verabschieden. Mhm. Also Sie können jetzt sich verabschieden, wenn Sie Raucher sind, von den Zigaretten, vom Alkohol, wo auch ein großes Thema ein Genussmittel für viele ist, wo Sie gerne jeden Tag trinken. Was glauben Sie sich, wie die Leber
sich freut, wenn sie das jetzt nicht mehr hat. Ja. Macht ja Sprünge. Hm. Und auch zu diesem Nullpunkt zu kommen und sich neu orientieren, das ist ein Geschenk. Diese Gifte rauszuholen, den Müll abzuladen, den ganzen Müll, wo sich auch emotional in Fettgewebe angesammelt hat, da passiert natürlich enorm etwas. Und wenn man da hinhört, ist es eine ganz tolle Chance, auch diese Eiweißablagerungen, die Fette, den Zucker, den Geschmacksverstärker, die Glutamate, alles wegzulassen. Denken Sie an die vielen Eiweißbausteine. Mhm. Das tierische Eiweiß, wo fest sitzt, das schmeißen Sie einfach raus. Mhm. Was glauben Sie, wie dankbar Ihr Körper ist? Das ist für ihn Genuss. Und ich bin ja mit sehr vielen Kurleuten in Oberstaufen verbunden, mache ja jeden Montag auch im Kurhotel Hochbühl in Oberstaufen, also auch die Fastenanleitung, wie man richtig fastet, gibt sehr viel Infos. Das kann ich jetzt nur den Hörern wirklich mitteilen, dass das eine tolle Chance wäre, auch mich persönlich kennenzulernen. Schön. Das ist jeden Montag um 19.30 Uhr. Gut ist halt, wenn Sie sich bei mir anmelden, weil ja auch der Raum nicht zu groß ist. Und da gehe ich speziell auch drauf ein. Sehr schön. Sehr schön. Was natürlich auch ist, was ich unbedingt auch noch sagen möchte, ist, dass die Gefühle, Sie gehen ja in die Gefühle, was Sie alle so reingegessen haben, manchmal, ich möchte auch sagen, gefressen haben, auch Aggressionen, mit denen Sie näher kommen, der Stress, wo abgebaut wird, der Ärger, auch die Missgunst, all die Dinge werden Sie spüren, wie sich das alles verändert. Und das ganz Positive daran ist, ich motiviere Sie zu der Bewegung, weil es ist beim Heilfasten auch so, dass es zu einem Muskelabbau kommt. Oh ja. Und der darf man nicht vergessen, aber wenn man da jetzt wandern geht, also ich nehme mir jeden Tag eine Stunde für mich Zeit, also auch nicht, wenn ich heilfaste, um meiner Bewegung nachzugehen. Bewegung ist ja das Schönste. Denken wir zurück als Kind, wie wir uns gerne bewegt haben. Mhm. Und jetzt haben wir vielleicht die Erfahrung, dass wir 50, 60 sind und vielleicht steif sind, nicht mehr uns so wohlfühlen oder gar uns nicht mehr bewegen können. Mhm. Und da langsam wieder hinzufinden, das ist meine Motivation, sie zu der Ernährung zu bringen, sie zu der Bewegung zu bringen und zu der Lebensfreude zurück. Das ist meine Botschaft für dieses Jahr. Ja, ich denke, das ist schon eine wunderbare Botschaft. Vor allen Dingen sagt man ja mit dem Heilfasten, der Körper wird sich sehr freuen, denn es geschieht ja wirklich eine totale Entgiftung und Entschlackung. Und da freut sich natürlich der Körper und alle Organe freuen sich auch. Das ist natürlich klar. Und man merkt es natürlich dann auch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich kenne ja auch von Oberstaufen einige Kuren. Ich war viele Jahre in Oberstaufen. Und habe dort einige Kuren mitgemacht, unter anderem die Schrotkur, immer wieder. Und daher kenne ich das sehr, sehr gut, wie es ist und was es mit dem Körper macht und. Und ein Heilfasten ist dann doch noch wieder was anderes. Und deswegen kann ich mich da gut hineinfühlen, ja? Wissen Sie, Frau Dengler, der Unterschied ist ja, ich habe ja die Erfahrung mit der Schrotkur. Ich habe die Meierkur oft gemacht, weil ich immer zu hastig gegessen habe. Und bei der Meierkur, da ist zum Beispiel das Kauen der Vordergrund. Wichtig ist es in erster Linie, den Mensch wahrzunehmen. Richtig. Sie wahrzunehmen, mit ihnen zu sprechen und sagen, wo ist Ihr Wunsch? Was glauben Sie? Was könnten Sie umsetzen? Sollen wir die Schrotkur machen? Sollen wir die Meierkur machen? Sollen wir das Heilfasten machen? Oder sollen wir ein basisches Fasten machen? Es gibt so viele Sachen, die zum Empfehlen sind. Aber es ist nicht für jeden das Richtige. Ja. So viel Erfahrungen mit Kunden, weil ich es schon so lange mache. Und habe ich schon oft festgestellt, dass die sich anmelden zu einer Kur und dann merken, oh, das war gar nicht das Richtige für mich. Mhm. Ah, für mich wäre viel besser, die
Darmreinigung gewesen, weil ich doch schon jahrelang Probleme mit dem Darm habe. Mhm. Und dorthin zu schauen, in den Körper reinzuschauen, wichtig sind diese Meditationen. Die Meditationen reinzuschauen, wie fühlt sich mein Körper von innen an? Und wenn sie so offen sind und man ist so offen durch das Fasten, sie haben die Chance, dorthin zu kommen, wo ihre Schmerzpunkte sind und können die ganz positiv verändern. Oh ja. Auch mit Ihrer Hilfe, Frau Dengler, ich höre mir sehr viel Ihre Meditationen an. Oh, danke schön. Liebe die, weil ich dann einfach mal, ich wache mal immer mal wieder in der Früh auf, hängt es ja wahrscheinlich auch mit meinem Alter zusammen. Oder gar wenn, wie heute, mit der Aufregung, wenn ich weiß, ah, jetzt habe ich heute ein Interview. Für mich ist es nie ein Problem. Ich bin immer dankbar, wenn ich aufwache, weil das ist ja was Wunderschönes, da bin ich ja wach. Richtig. Und dann nutze ich die Zeit und dann schreibe ich oder gehe in mich. Oder wenn ich dann müde war vom Schreiben, dann habe ich Ihre schöne Meditation angehört. Und das wunderbar. War so wunderschön. Und es gibt ja so viele tolle Menschen, wo man eben immer wieder was lernen kann. Nicht nur von mir, es gibt viele da draußen, wo man wirklich immer wieder profitieren kann. Voneinander und ein schönes Miteinander. Das ist so wichtig, das ist wirklich wahr. Ja, Frau Immler, so Ihre Erklärungen sind wirklich sehr, sehr motivierend. Und auch ich überlege nämlich, ob ich da mal irgendwann demnächst ins Heilfasten hineingehe. So richtig habe ich noch nicht den Drive. Jedoch mit Ihrer Unterstützung könnte es vielleicht so werden. Und ich möchte jetzt natürlich erstmal den Hörern und natürlich auch Ihnen, Frau Immler, eine kleine Pause gönnen. Und wir werden wieder ein schönes Lied einspielen zum Sackenlassen des Gehörten. Dann kann man sich besser drauf noch das Ganze vertiefen und sind gleich wieder für euch da. So, und schon sind wir wieder zurück, grüßen euch nochmal alle ganz herzlichst hier bei uns im Radio Lotusblüte. Am Studiotelefon habe ich nach wie vor Ernährungsberaterin Monika Immler zum Thema Heilfasten. Frau Immler, ich sagte ja vorhin schon zum Thema Heilfasten, mich würde das auch sehr, sehr ansprechen. Jedoch, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich im Moment nicht den richtigen Dreh finden. Da bin ich jetzt auch ehrlich drin. Ich wüsste gar nicht, wie ich es anfangen sollte und ob ich das so wirklich will und ob ich das durchhalte. Also da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Was würden Sie mir raten? Also Frau Dengler, in erster Linie würde ich erst mal fragen, was möchten Sie gerne? Was würden Sie sich jetzt wünschen, auch für dieses Jahr? Was wie eine Zielsetzung haben Sie, wo Sie gerne hin möchten? Also als Zielsetzung hätte ich erstmal die Entgiftung, Entschlackung für meinen Körper etwas Gutes zu tun, weil ich weiß, dass es gut ist.
Und natürlich als Nebeneffekt hat man immer noch so sehr schön, der Winterspeck geht weg. Und das ist auch immer so schön, wenn man dann mal wieder im Frühjahr die nächste Bluse oder was anzieht. Das lässt sich wieder leichter schließen. Also das fühlt sich doch jetzt schon gut und ehrlich an. Das war auch mein Beweggrund. Ja. Wichtig ist immer diese Ehrlichkeit. Wo möchte ich hin? Was möchte ich? Das ist ja schon eine große Motivation, dass Sie sagen, oh, jetzt kommt das Frühjahr, entschlacken, entgiften, entsäuern. Aber natürlich auch das Gewicht spielt eine große Rolle, dass man, ja, wenn man in den Spiegel schaut und sagt, boah, ich habe irgendwie viel zu viel Wasser, ich fühle mich nicht mehr wohl, Mensch, mein Anorak, der ist doch viel zu eng, die Hose ist zu eng, ich habe so schöne Kleidung und die passt mir einfach nicht mehr. Und dann das zu schaffen und vorzubauen und einfach sagen, Mensch, komm, jetzt kommt das Frühjahr, jetzt wird's ja auch heller, der Schnee geht, es kommt mehr Leichtigkeit rein, ich kann dann mehr hüpfen und springen. Das ist ja eine tolle Motivation, um eine Kur zu beginnen. Und gerade dieses Heilfasten, 7 Tage ist ja nicht lang, das ist ja übersichtlich. Ja. Und da können Sie, weil Sie auch jetzt sich schon so gesund ernähren, wie ich auch rausgehört habe, ist das jetzt eine gute Möglichkeit, mal 2-3 Tage einfach abzubauen. In der Abbauphase sollten Sie beachten, dass Sie sich von Giften, die Sie das ganze Jahr zu sich nehmen, sei es auch der Kaffee, wo dazugehört, der Zucker, der Alkohol, für manch einen die Zigaretten, ich weiß nicht was noch alles, Geschmacksverstärker und so weiter, diese Gifte einfach wegzulassen. Mhm. Dass sie so beginnen, einfach basisch viel Reis essen, Kartoffeln, Gemüse und einfach mal 3-4 Tage oder vielleicht auch eine Woche einfach so ein Basenfasten machen, dass es nicht so schwer fällt, gleich dieser Übergang zu 0 Kalorien und nur trinken. Ja. Das ist fühlt sich das für Sie? Das fühlt sich sehr, sehr gut an, weil ich also sowieso sehr, sehr gern so auf Ernährung achte, auf Gemüse und Salate und all diese Dinge, auch mal ins die Smoothies natürlich, die wir uns zubereiten, aus frischen Sachen. Und das ist natürlich das, was wir sehr gern machen, ja. Und schauen Sie, Frau Dengler, wenn Sie das schon schaffen, diese paar Sachen wegzulassen, das ist schon die erste Disziplin, der erste Weg zur Gesundung, zu dem, was Sie wollen. Entschlacken, ja, entgiften, entsäuern, Gewicht loslassen. Also dann gehen Sie über, der Zeitpunkt wird kommen, Sie schauen auf Ihren Kalender oder besprechen das auch mit mir, dass wir einen Zeitpunkt finden, der für Sie passt. Wichtig sind die ersten 3 Tage. Die sollten wirklich entstresst sein. Mhm. Ich persönlich mache das gerne am Wochenende, wenn ich wenig Arbeit habe und fange dann die 3 Tage an. Wenn Sie die geschafft haben, dann haben Sie es geschafft. Dann geht's aufwärts. Und beginnen tut man grundsätzlich, dass man den Darm in erster Linie reinigt. Ich fange gerne nicht mit einer so harten Reinigung an. Nehme Magnesiumchlorid, 2 Teelöffel, eine frisch gepresste Zitrone auspressen und trinke das am ersten Tag, am Morgen. Und dann kommt eine Darmentleerung, ja, schon ganz von alleine. Mhm. Dann beginnen Sie mit Trinken, dass Sie vielleicht auch am ersten Tag, ich persönlich habe niedrigen Blutdruck, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Dengler. Ja, auch bei mir. Mhm. Also da würde ich Ihnen empfehlen, unbedingt den Schwarztee mit Honig, weil der baut Sie sofort auf und Sie sind am Morgen dann schon gleich mal da. Mhm. So beginnen Sie, so jetzt haben Sie begonnen, das ist schon mal der erste Schritt. Dann gehen Sie her und meditieren am Vormittag. Sie schließen die Augen und sagen, ich beginne jetzt mein Heilfasten. Ich bin mir sehr wichtig. So, das wissen Sie oder viele andere wissen ja, wie das funktioniert. Ansonsten
auch natürlich diesbezüglich diese Anleitung. Ja. Dann kommt der Vormittag. Ich bereite dann schon meine ganzen Getränke vor. Ich trinke Minimum 2 bis 3 Liter hochenergetisiertes Wasser, basisches Wasser, lauwarmes Wasser. Wir haben Winterzeit, ja. Kein kaltes Wasser. Sie können aber auch, was ganz gut ist, frische Ginger hergehen und ein Gingerwasser machen mit frischer Zitrone, wäre eben auch ganz hervorragend. Also ich mache mir das jeden Tag. Ist natürlich eine tolle Reinigung. Ja. Der Ingwer, wenn man den zu sich nimmt. Oh ja, das ist also gut. Den auskocht, ein bisschen Zitrone reintut. Ich habe jetzt letzte Zeit auch mal ein bisschen Zimt mit rein. Das schmeckt ganz lecker. Ein frischer Zimt noch mitkochen. Da kommt so ein bisschen die Süße. So, und das trinken Sie jetzt im Laufe des Vormittags. Dann geht es weiter zur Mittagszeit. Da gibt es diese Basenbrühe. Die Basenbrühe wird ausgekocht mit frischem Gemüse. Wenn Sie die getrunken haben mittags, man kann die auch löffeln. Mhm. Ich trinke die dann ganz bedacht, setze mich hin und genieße die Suppe. Ganz wichtig ist, dass Sie sich die Zeit nehmen, das Hinsitzen und ganz langsam trinken. Auch ein bisschen dabei kauen können Sie auch. So, dann kommt der Nachmittag. Sie haben natürlich die Getränke immer schön vorbereitet und trinken. Am Nachmittag können Sie auch wieder das Wasser trinken oder einen guten Tee zu sich nehmen. Und gegen Abend können Sie einen frisch gepressten Saft machen. Sie dürfen jederzeit den Saft auch mittags zu sich nehmen, die Gemüsebrühe abends, wie Sie Lust haben. Also das kann man eigentlich machen, wie man möchte. Von den frisch gepressten Säften nicht zu viel. Denken Sie an den Zucker. Mhm. Die haben sehr, sehr viel Zucker. Also nicht, dass Sie da jeden Tag Mango, Äpfel und also einen halben Apfelkorb da auspressen. Ja. Das hat natürlich auch irrsinnig Kalorien. Genau. Ich bin eher fürs Reduzierte. Mhm. Also ein 1/4 Liter frisch gepresster Saft, sei es jetzt in süßer Variation oder in Gemüsesaftrichtung. Auch da suchen Sie raus, was Ihr Körper möchte. Ganz wichtig ist immer das Selbst raussuchen. Weil man sucht das richtige Obst auch für sich raus. Sie haben ja alle tolle Mineralstoffe und das passt dann alles. Ich liebe zum Beispiel immer gerne rote Beete, ein bisschen Sellerie, ein bisschen Apfel mit rein. Und dann mache ich mir auch mal wieder einen Fruchtsaft. Vielleicht macht mich die Mango an oder Zitronen. Auch Zitronenwasser ist natürlich toll, weil es basisch ist. Mhm. Wichtig dabei ist, den Darm nicht zu vergessen. Also man sollte sich die Zeit nehmen und die Einläufe machen. Das zeige ich dann auch mal noch mit extra Videos, wie das geht. Das ist ganz wichtig. Dafür braucht man fast eine 3/4 Stunde. Mhm. Also die Aufmerksamkeit des Darmes ist sehr, sehr wichtig. Das sind viele im Hintergrund schieben. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil wir wollen ja den Darm sauber machen. Mhm. Ja, und dann kommt der Abend. Ich persönlich mag dann gerne, wenn der Abend so ausklingt, trinke ich auch noch meine Gemüsebrühe. Wenn Sie wollen, Frau Dengler, auch, kann man ganz individuell auch auf Sie eingehen, weil Sie sagen, ach, ich arbeite auch so viel, ich brauche ein bisschen Eiweiß, ich mache auch so viel Sport. Mhm. Ist auch das möglich? Es ist keine Sünde in der Kur, auch mal Fasten, wenn Sie mal zu einer Buttermilch greifen, auch mal zu einem Glas Molke greifen, und Eiweiß zu sich nehmen. Ja. Nur die Smoothies sind nicht zu empfehlen, weil sie sehr viele Ballaststoffe haben. Da wird ja alles mitgehäckselt und drin. Das ist eben beim Heilfasten ist eher, dass man eben das rauslässt, dass der Darm gar nicht groß zum Arbeiten beginnt. Wir machen es ihm sehr, sehr leicht. Ja, das hört sich doch schon sehr, sehr gut an, Frau Immler. Ich glaube, mit dieser Leitung
oder Anleitung von Ihnen, da ist es sehr gut, auch nachzuvollziehen, auch jetzt für mich insbesondere. Und ich denke auch für viele andere Hörer, die vielleicht auch genauso wie ich gerade jetzt so mit sich hadern, naja, ich würde es ja gern mal machen, aber ich traue mich nicht oder ich weiß nicht wie. Und ja, ich denke, da sind Sie die richtige Ansprechpartnerin. Und ich möchte in diesem Zusammenhang mal auf Ihre Webseite hinweisen. Das ist die www.naturprodukte-imla.com. Imla mit 2 M. Ja, einfach da nochmal drauf zu schauen oder hier bei Radio Lotusblüte auf die Referentenseite Frau Imla, Monika Imla anklicken und dann kriegt man natürlich alles hier zu sehen, natürlich auch die Website und Telefon, alles ist hier vorhanden. Ihre E-Mail-Adresse, dass man sie erreichen kann, wo sie bei Facebook sind. Also man kann schon ganz viel über sie erfahren. Und sie haben ja auch einen wunderbaren Shop. Ich will jetzt mal so vom Heilfasten so ein bisschen in den Shop nochmal reinriechen. Da kann man natürlich auch super ganz tolle Dinge kaufen. Ich habe da schon durchgestöbert. Insbesondere auch, wenn man so vorab vor dem Heilfasten sich mal anders ernähren möchte. Basisch ernähren möchte. Ich denke, da ist man bei Ihnen gut aufgehoben, oder? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir noch zum letzten und wichtigsten Sache, was das Heilfasten anbelangt, weil das bezieht sich jetzt auch ein bisschen auf meine Produkte. Ja. Es ist vor allem, wenn Sie das Fasten dann beenden, Fasten kann jeder, Fasten brechen die wenigsten. Und wenn man 7 Tage fastet, sollte man mindestens 3 Tage Aufbau machen. Fasten Sie 12, 13 oder 14 Tage, 1 bis 2 Wochen. Je länger der Aufbau, umso besser. Ja. Ich habe aus Erfahrung, weil ich natürlich auf Märkten auch viel unterwegs bin und natürlich viele Kurerfahrungen mit Kurgästen habe, habe dann immer wieder auf dem Wochenmarkt gesehen, dass die überall eingekauft haben, nur nicht bei mir. Oh. Das konnte ich dann gar nicht verstehen. Und ich dachte, jetzt haben die doch 14 Tage gefastet und kaufen da die ganze Wurst, den Käse, alles wieder ein. Meistens, wenn ich sie dann drauf angesprochen habe, haben sie gesagt, das ist für die Oma, für die Tante und überhaupt. Ob das stimmt, ist natürlich dahingestellt. Ja, ja. Meistens, wenn man die Sachen dann einkauft, will man sie natürlich auch verzehren. Ich habe daraufhin die Detox-Kur entwickelt. Die Detox-Kur ist eigentlich eine gute Einsteigerkurs-Kur. Ja. Zum Beispiel, die können Sie jetzt wunderbar nehmen zum eben Abbau der Kur oder Aufbau. Also für beides. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Kur Heilfasten beginnen wollen, können Sie eine Woche auch die Detox-Kur machen. Mhm. An Beginnen fällt Ihnen viel, viel leichter. Dann beginnen Sie die 7 Tage und hinterher machen Sie nochmal die Detox-Kur. Weil dann wissen Sie ganz genau, wie es funktioniert und warum Sie auch zugenommen haben. Weil da ist alles drinnen. Die kann man vegan machen, aber auch vegetarisch machen. Ja. Also vegetarisch beziehe ich jetzt auch an, kann man aber genauso vegan machen, ist überhaupt kein Problem, kann man im Sortiment dann auch sofort ändern. Also für das bin ich natürlich auch offen. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, die habe ich extra dafür entwickelt. Ich bin ein Entwickler, also ich habe ja viele Imla-Produkte, das haben Sie bestimmt auch im Shop gesehen. Ich habe Suppen entwickelt, ich habe ein Eiweißgetränk entwickelt für Frauen und für Männer, das entstanden ist, ja, ich glaube, inzwischen sind schon auch so 6, 7 Jahre her. Ja. Da ist Yin-Yang, alles mit drin, alle Mineralstoffe drin. Das habe ich deswegen entwickelt, weil so viele schlechte Eiweißprodukte draußen auf dem Markt gibt. Und ich wollte was Gutes entwickeln. Ich generell entwickle ich immer nur Produkte, die ich selbst auch zu mir nehme, esse und auch verantworten kann, was ich verkaufe. Ich habe mir Ihre Detox-Kuren auch schon angeschaut. Sehr, sehr vielversprechend. Und da habe ich auch gleich dran gedacht, wäre ein guter Einstieg, sowas zu machen. Oder eben halt, wenn man das Heilfasten beendet hat, natürlich damit wieder ins, na, ich sag mal, reduzierte Essen hineinzukommen, ja.
Also das hört sich schön, was Sie da sagen. Dieses reduzierte Essen, ich habe es erreicht. Und weil ich im Januar sehr diszipliniert war, die 12 Tage gemacht habe, in Bali über 14 Tage einen richtig guten Aufbau mit sehr reduzierter Kost. Jetzt bin ich wieder zu Hause im Alltag und genauso das weiterführe, die gesunde Ernährung im Vordergrund lasse, jetzt auch schon meinen Mann motiviere, der ein Bänderriss hat und operiert worden ist und ja, da jetzt die ersten 4 Wochen sehr gelitten hat, auch unter Narkosemittel, den habe ich jetzt auch schon zum Beispiel. Der will unbedingt auch das Heilfasten machen. Wir finden den richtigen Zeitpunkt und da ist es natürlich ganz, ganz toll. Die Motivation liegt bei meinem Mann. Er möchte die Gifte natürlich von der Operation rausbekommen, die ganzen Medikamentenreste etc., die sonst natürlich alle im Gewebe schön hängen bleiben. Oh ja, oh ja. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, da was für sich zu tun und wie gesagt, mit ihm zusammen den Zeitpunkt zu finden. Ja, ich freue mich total, auch für da draußen. Ich möchte die Botschaft geben, wendet euch an mich. Ich freue mich so sehr auf jeden Anruf, der reinkommt. Wir haben auch eine neue Facebook-Gruppe erstellt, das heißt Gesundheit durch Heilfasten. Genau, habe ich gesehen, ja. Die gesehen? Ja. Und die ist jetzt ganz neu gemacht. Da werde ich natürlich jetzt auch die nächste Zeit kräftig daran arbeiten. Ja. Und werde viel posten, wie es im Grunde auch funktioniert. Ich werde die Basenkur vorstellen, aber auch was wichtig ist eben beim Heilfasten, mal frisch gepresste Säfte oder wie man so eine schöne Basenbrühe auch macht. Also da freue ich mich schon total drauf, weil das sind ja wirklich Sachen, die ich sehr, sehr gerne mache. Oh ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Sie sind auch die richtige Person dafür, Frau Imler. Wirklich. Dankeschön. Als Motivator, sag ich mal so, ans aufzutreten und zu sagen, komm, wir packen es an, jedoch nach deinen Bedürfnissen. Und das finde ich so gut. Ja. Dass sie auf den Menschen zugehen, dass sie sagen, komm nicht mit der Brechstange, sondern wir schauen jetzt mal, wo stehst du, was willst du erreichen, wie ist deine Motivation und da gucken wir mal, was wir gemeinsam erreichen können. Das finde ich so toll. Das Wichtigste eben auch zum Schluss ist wirklich diese, das ist auch mein Logo, das habe ich jetzt über 23 Jahre, da baue ich immer wieder auf, ist die Ernährung, die Bewegung und die Lebensfreude. Und auf diese drei Dinge gehe ich ganz ein und ich freue mich, wenn jemand Lust bekommt, jetzt das zu machen und sich bewegen möchte in ein tolles, gesundes Leben. Oh ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke auch, das sollte man für sich immer wieder so als Fokus sehen und dazu schauen. Und wenn ihr nicht weiter wisst, liebe Hörer, dann ja, traut euch einfach, schaut auf die Referentenseite, ihr auf Radio Lotusblüte, Monika Imler. Dort findet ihr alle Daten, damit ihr auf ihre Website gelangt oder natürlich auch ihre E-Mail-Adresse findet oder Facebook oder Telefonnummer. Also hier ist alles ausführlich beschrieben und dann setzt euch mit Monika Imler in Kontakt, fragt und schaut einfach mal, was ihr für euch und für euren Körper tun könnt, damit es euch besser geht und damit ihr euch wohlfühlt. Ich glaube, das war heute auch so der Tenor der Sendung. Was kann ich tun, damit es mir besser geht, damit ich mich wohlfühle? Und dann kam das Heilfasten, Frau Imler. Und ich denke, das ist doch etwas Wunderbares, da mal so ausführlich mit einer wirklichen Expertin drüber zu sprechen. Und dafür danke ich Ihnen von Herzen. Ich danke Ihnen, Frau Dengler, für das schöne Interview und danke allen Hörern da draußen, dass sie zugehört haben. Ich danke euch in Dankbarkeit, Monika Imler. Ja, ich finde es einfach herrlich. Und wenn wir wieder in Oberstaufen sind, Frau Imler, dann werden wir uns auch persönlich kennenlernen, ja? Denke ich doch mal. Oh, da freue ich mich auch. Ich auch, freue mich ganz dolle, wirklich. Und zwischendurch natürlich schaue ich mal, was so mein innerer kleiner Schweinehund macht. Und ob ich da dann den Dreh kriege, auch zum Heilfasten.
Ja, da wünsche ich Ihnen viel Glück. Na, mit Ihnen zusammen werde ich das schaffen. Finden. Wir lassen mal in erster Linie jetzt los. Ganz genau, ganz genau. Ich danke Ihnen auf jeden Fall fürs wunderbare Gespräch. Wünsche Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und dass viele Menschen jetzt anfangen umzudenken. Und ich bedanke mich jetzt bei den Hörern. Schön, dass ihr einfach alle hier seid. Und denkt immer daran, euer Körper, eure Gesundheit ist euer wichtigstes Gut. Und alles, was ihr dafür tun könnt, das zeigt er euch durch ein gesundes Aussehen, durch Gesundheit und Bewegung und natürlich durch eine ganz gewisse Ausstrahlung. Alles Liebe, das wünscht euch eure Sanara Angelika. Und ich sag ja immer, ciao, ciao, bye, bye. Bleibt uns weiterhin gewogen. Bis bald.